Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu WimWorld. Ja, ihr habt mir wieder jede Menge Tipps gegeben, habt mich an Sachen erinnert und so weiter. Und ja, einen Großteil davon möchte ich jetzt umsetzen. Natürlich werde ich nicht alles in diesem Video schaffen, aber ja, es soll ein Prozess sein. Und da legen wir mal direkt los. Also das Erste, was vermutlich mit am wichtigsten ist, ist ein Raum, wo wir forschen. Weil in so einem Raum, wo viele Sachen rumliegen, ist es nicht annähernd perfekt. Und deswegen habe ich mir überlegt, bauen wir den hier. Und ja, das werden wir mal direkt planen. Also wir machen hier diesen Raum. Wie groß ist so ein Tisch? Der ist 2 hoch. Dann machen wir das mal ruhig. Ups. Mittig. So, und hier kommt dann wieder die andere Wand. Abbauen. Können wir dann hier noch mal ein bisschen. Wir sollten auf jeden Fall wieder immer was drin stehen lassen zwischendurch. Ja, Strukturen. Eine automatische Tür. Hätte ich dann ganz gerne aus Stahl hier drin. Stromkabel. Die Beziehung. Achso, zu Grüne Bach-Fraktion haben sich verschlechtert. Ja, das ist ja nichts Neues. Auch einreißen, weil wir haben ja hier schon ein neues Fundament gemacht. Wieso ist die ohne Strom? Ach so, das ist wieder dieses Problem, dass ein Bauauftrag für ein Kabel dann abgebrochen wird, wenn der Mauer gebaut wird. Das ist mir ja in den letzten Videos schon aufgefallen. Woran auch immer das genau liegen mag. So, dann brauchen wir hier natürlich Licht. Wie gestalten wir denn da drin den Boden? Machen wir noch mal einen grünen Teppich. Stahl. Wir haben noch hier schon Stahl abgebaut. Warum wird der denn nicht abtransportiert? Können unsere Tierchen da vielleicht nicht hin? Doch, Fleischfresser und Pflanzenfresser dürfen beide. Ah, okay, da geht es schon los. Jetzt wird es doch transportiert. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Fehlt hier echt ein Element Stromkabel? Nee, oder? So. So. Die hier bitte abtransportieren.
Dann dürfen wir noch das hier entfernen. Und hier dann die Außenmauer bauen, ja. Gut, das ist natürlich nicht das Einzige. Der Boden fehlt an vielen Stellen, aber ich wollte eben diesen Raum hier als erstes fertig bauen. Deswegen gehen wir da gleich dann als nächstes ein. Außerdem fehlen hier oben noch Türen. Haben wir denn Stromkabel schon flächendeckend? Ne, haben wir auch noch nicht. Aber jetzt. So, dann können wir vielleicht hier auch nochmal eine Verbindung machen. Wenn uns mal irgendwo was durchhaut, dass wir einfach eine gewisse Sicherheit haben. Ach, stopp. Da soll doch. Wand gebaut werden. Genauso wie hier. Aber den grünen Teppich, den braucht's da. Okay, dann bauen wir noch mal einen Hightech-Labortisch. Und da stellt sich mir dann die Frage, was ist denn eigentlich der beste, ob man da von einem Sessel aus dran arbeiten kann? Ui. Da gibt es sogar könnt ihr mir vorstellen, dass das von dem Großkatzenfell durchaus bequem sein könnte. Den Ach, kann man den gar nicht umbauen? Nee. Ich hätte gedacht, dass ich den auch wieder neu aufbauen kann, aber na gut. Gut, für einen zweiten Forscher muss ich natürlich auch noch, also als einmal Tanky, glaube ich, unser Stammforscher, genau, Tanky, und der zweite ist Zulu. Zulu hat auch, also Kochen auch noch auf 1. Okay. Ich denke, da haben wir auch sonst nicht so wirklich jemanden, oder? Kochen, ne. Tanky, ja, super. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Koch. Dann machen wir doch mal Yoko Ume auch mit dazu. Die hat zwar erst eine Fähigkeit von 1, aber Interesse daran. Das gleiche ist für Krillo, aber der muss auch bauen, also. Ein reiner Koch wäre echt cool. Wir nehmen da Yoko Ume mit dazu. Was wollte ich denn sonst noch ändern? Ach ja, genau. Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen mit unseren ganzen Feldern. Ich habe ja tatsächlich viel abgerissen. Und es schwindet auch hier, ne? Also vielleicht war das ein bisschen zu viel des Guten. Und wir legen hier oben zumindest in diesem Bereich hier nochmal eine Anbauzone an und pflanzen da Mais ein. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann wollte ich außerdem
das hier abreißen. So. Stromkabel ist hoffentlich. Ja, ist es. Weil dann habe ich hier nämlich auch keine der Felder, die im Schatten liegen. Ne? Und hier werden wir jetzt, vorausgesetzt, wir haben genügend Materialien, noch ein weiteres. Ne, uns fehlt Stahl, okay. Doch ein Sturz. Oh. Okay, Glück gehabt. Aber wo war denn hier ein Dach? Hier? Oh. Okay, Glück gehabt, dass es sonst niemand was passiert ist. Hui. Für das Geothermie-Kraftwerk fehlt uns Stahl. Okay. Stahl wird wo eingelagert? Ich glaube hier, ne? Nee, dort nicht. Dann müsste es ja dieses Lager sein. Naja, wir packen hier auch Stahl mit rein. Priorität setzen wir auf bevorzugt. Gut, schauen wir mal eben nach unseren Tieren. Haben wir schon wieder ein paar, die wir trainieren können. Boah, unsere Hunde, das ist ja... Ui, 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 ui. Das ist auch ein bisschen zu viel des Guten. So, warum baut Krillo hier keine... Kein Material, Großkatzenfell, ja super, warum? Konnte ich das denn dann in Auftrag geben? Da muss ich mal nebenbei das Ganze hier öffnen. Hä? Da ist es mit bei, oder? Ja, okay. Möbel. Dann das hier für ein... Vermutlich ist das unterste das wertvollste, ne? Brauchen wir doch mal welche aus Elefantenleder. Sogar schon in Arbeit, Mensch. Imu rächt sich. Na gut, das können wir unserem Puma nicht wehtun können. Und was hatten wir hier noch? Eine Sonnenfinsternis. Na gut, das... Das werden wir auch verkraften können. Ja, jetzt klappt das ja auch mit dem Stahl sehr gut. Schön, schön, schön. Hier müssen wir vielleicht noch... Weil hier ist es ja kühl. Temperatur. Eine Lüftung einbauen. Hier werden wir eine Kühlung noch reinpacken.
Der Grillo schläft schon wieder. Wo ist denn das ganze Teufelsgarn schon wieder hin? Ist das alles schon wieder verarbeitet? Ist jetzt die Anbauzone hier schon wieder weg oder wie verstehe ich das? Sieht so aus, ne? Nö. Mais. Warum wird die denn nicht angezeigt, so wie. Also jetzt mit dem Hintergrund, ne? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Hier kann man das ja recht deutlich sehen, dass da eine Anbauzone ist. Unser Puma hat sich vollständig erholt. Das höre ich gerne. Ja, jetzt wird endlich mal hier ein Sessel gebaut. Ein neues Gebiet wurde entdeckt. Oh oh. Aber Gott sei Dank nichts drin. Achso, ich hatte glaube ich überall auf der ganzen Karte den ganzen Stall, den ich so gesehen habe, habe ich Aufträge für eingestellt, ne? Hier auch, genau. Ja. Ja. Also die Vorräte hier verschwinden echt schnell. Das hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Unsere Sessel sind fertig. Gut und der ist, oh, exzellent sogar. Was ist so ein Teil wert? Oh, 570. Okay. Nicht schlecht. Gab es denn hier noch irgendwas, das diese Sachen beschleunigt? Ich glaube ja, ne? Werkbank? Ja. Oh. Achso, er ist schon wieder weg, okay. Ich habe hier nichts drin, aber mir war so, dass es irgendwas gibt, das auch die Sachen beeinflusst, aber vielleicht täusche ich mich auch. So, Yokuuma, bist du viel am Kochen? Ja. Ja, das dauert natürlich, aber vorher können wir Sulu nicht vom Kochen abziehen also, und kann hier nicht mitforschen. Das wird uns also noch ein bisschen ausbremsen. Aber was wir jetzt machen können, wir haben ja jetzt ausreichend Stahl. Wir bauen das zweite Geothermiekraftwerk. Dann sind wir stromtechnisch definitiv gut aufgestellt. Gut, der Raum ist fertig. Dann bauen wir doch hier mal
Ein paar weitere Automatiktüren. Entschuldigung. Aber aus. Machen wir die aus Granit. Die Lüftung habe ich ganz vergessen. Hier müssen wir eigentlich auch nach außen bauen, damit wir die Temperatur auch mit den Fluren regulieren. Ne? Hier gilt ja das Gleiche. Ja, hier haben wir jetzt auch eine angenehme Temperatur. Vielleicht sollte ich den jetzt abreißen. Nicht, dass da noch jemand wieder hingeht zum Forschen. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Und den einfachen Labortisch, brauchen wir den noch? Ich reiß den mal ab. Das hier wieder zum Lager dazu nehmen. Ja, da muss hier überall noch der Boden rein. Vielleicht nehmen wir uns für den Boden erstmal die Stellen vor, wo es einfacher geht. Und da bauen wir dann mal einen Holzboden. Oh. Nämlich hier. Warum nicht hier auch? So, jetzt schauen wir uns erstmal an, was da für ein Überfall kommt. Verschiedene Gruppen von Mechanoiden. Oh. Jetzt kriegen wir, glaube ich, ein Problem. Ein Mechanoidenschwarm sind mit Landungskapseln in der Nähe landet. Okay, Tiere. Schicken erstmal alle in die Safe Zone und ihr alle und erstmal dorthin sortieren. Kann ich euch gleich noch. Was ich vielleicht machen sollte. Ist diese Türen hier offen halten, falls da noch jemand durchkommt, dass sie dann geöffnet bleiben. Aber ich glaube, da muss niemand mehr durch. Vier sind's, okay. Hunter, dann komm du doch noch mal eben dahin, öffne die Tür für uns. So, euch alle. Können wir hier verstecken? Da kommt noch jemand mit einem Gewehr. Da sind sie, okay. Das passt noch.
Yokoume ist aber auch Ärztin, die muss dahin. Warum passiert sowas immer, wenn wir angegriffen werden? Tod, Warlock, Labrador, Retriever. Ah, shit, die kommen aus verschiedenen Richtungen. Oi, 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 oi. So, Hunter, du musst jetzt mal schnell dahin zurück. Und... ich habe irgendwie das dumme Gefühl, unsere Anzahl der Tiere wird sich gleich drastisch reduzieren. Oder wir kriegen hier ein anderes Problem. Unsere Kolonie nämlich nicht mehr lange lebt. So, da muss ich mal eben hier eine Zone erweitern, nämlich die Käferzone. Das war mal die, die ändern wir jetzt. Das wird jetzt diese hier. So. Und dann reduzieren wir die gleichzeitig um den Bereich. Und jetzt müssen wir mal eben schauen, welche unserer Tiere. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt so wählerisch sein sollte, aber ich nehme mal nur die. Die ausgewachsen und nicht recht. Ach, jetzt habe ich die alle auf Fleischfresser gestellt. Ich muss ja hier einstellen. Na gut, ich kann es jetzt recht einfach übernehmen. So, ihr alle geht dort auf euren Posten. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt mit dem großen Kampf gleich loslegen, schauen wir mal, was das gibt. Habe ich hier überhaupt noch Munition für? Weiß ich nicht, aber da kann ich Yokoume ja ran schicken. Ja, schauen wir mal, was das gibt. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet zum nächsten Video sehen. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.